Hallo, meine kleine Loch Ness Monsterchen und willkommen zu Part 21 von der Runaway Teen Challenge. Und ja, wie gesagt, heute wird, also wie im letzten Part gesagt, heute wird die Hochzeit von Gaia und Sandy sein und ich freue mich voll. Ach ja, ich freue mich mehr darauf als bei Hans und Kim. Ich werde es einfach nie vergessen, wie das so war. Normal, okay. Ich bereite gerade Gaia vor. Vom Spiegel. Ich habe sie, ja, hochgepusht wegen Selbstmotivation. Dann ist sie noch glamouröse Präsenz wegen Spiegel. Sie ist allgemein schon glücklich wegen der Verlobung. Und das Essen war auch fantastisch. Und oh, Eichhörnchen gebissen, super. Und geschmeidiges Getränk. Gutes Aussehen, ist auch noch so. Ui. Ja, gleich machen wir weiter. Ich habe schon Naya das Zeichen gegeben. Also Zeichen gegeben. Naya hat einen Tag Urlaub genommen. Genieße den Feiertag. Freien Tag, nicht Feiertag. Und ich habe eine kleine Änderung im Haus vorgenommen. Und zwar das Zimmer von Gaia. Ein größeres Bett für zwei Personen. Wir wollen doch nicht, dass Sandy in einem anderen Raum schläft und alleine ist und alles drum und dran. Ach ja, ach ja, ich freue mich. Und wir wollen auch ein sauberes Haus haben. Ui, warte, 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 warte. Stopp, 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 stopp. Nein! Ich brauche noch den Kuchen. Ich habe es fast vergessen. Hier. Das geht auch weg. Nochmal. Entschuldigung. Ich bin so aufgeregt. So. Das ist mein... Diesen Sim habe ich aufwachsen gesehen. Also von Teenager aus. Ich dachte mir immer so irgendwie von Anfang an, die wird nie heiraten. Die wird nie irgendwie in einer Beziehung sein. Aber was mache ich natürlich? Natürlich heiratet sie. Ich habe mir natürlich irgendwas ganz anderes ausgesucht. Und ich weiß nicht, wie es bei Kim und Hans war, aber diesmal, also die bekommen alles. Alles. Und mit alles meine ich alles. Und wo ist jetzt das mit der Hochzeit? Ja, Wedding Church. Nein, hier, Wedding Church. Und wir gehen sofort hin. Oh, ich bin so aufgeregt. Ui. Ich hoffe, dass die Hochzeit einfach was Magisches wird, weil ich weiß auch nicht. Jetzt werde ich so emotional und bei den anderen war es mir so egal, also bei Kim und Hans. Ich werde es einfach nie vergessen. Ich wiederhole mich jetzt wieder mal wieder, ja. Ich wiederhole mich mal wieder, aber das war die schlechteste Hochzeit, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Wirklich, sogar als ich neu angefangen habe, da, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das alles so bei mir aussah, als ich neu angefangen habe. Und sogar da waren die Hochzeiten schöner, in ihren Garten, und die waren so irgendwie mehr lebender. Oh, die sieht so schön aus. Hui. Okay. Du machst eine Gruppe. Runde bilden mit, nein, Kim, Leo und Hans. Und geht schon mal vor und zusammen sitzen. Und du gehst Sandy Weber heiraten, die gleich Sandy Good heißen wird. Ich bin so aufgeregt. Oh ja, die sind so... Diese Musik passt nicht. Ah, gut. Eigentlich könnte ich sie noch küssen lassen, aber okay, das machen wir jetzt gleich. Nee, Blick muss... Oder nein, wartet. So. Oh, ist das süß. Ihr werdet jetzt hören, wie oft ich
Screenshots mache. Wer macht gerade die Stimmung kaputt? Wer spielt gerade diese ganz komische Musik? Diese Person töte ich. Persönlich. Danke. Nein! Ja? Küsst euch! Jetzt ist es Mond. Ah. Ich habe gerade, ich glaube, 1 Million Screenshots gemacht. Wartet. Wo ist das? Ehegattin. Ah! Gott, was ist mit ihr falsch? Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Du kannst deinen verheirateten Sinn zusammen mit Button des Options. Achso. Oh, die haben geheiratet. Küss sie nochmal. Küssen. Nein, nicht küssen. Stopp. Besser. Leidenschaftlich küssen. Dann am besten noch ewige Liebe erklären nochmal. Rose anbieten. Verführerisch sein. Und du, wo bist du denn? Kannst du den gratulieren? Tiefgründig gratulieren hier. Du bist ja mit deiner Schwester richtig schlecht geworden. Kompliment von Herzen machen. Tag noch mehr verschöner. Also der Tag kann, glaube ich, nicht mehr noch schöner werden. Liebevoll umarmen. Es ist deren Tag, aber ich möchte auch gratulieren nochmal. Und in der Zeit finde ich mal einen Platz. Das ist deren... Wieso ist es noch nicht kaputt gegangen? Ganz ehrlich, wie geht das? Und wir machen das hier. Hochzeitstorte anschneiden. Mit euch muss ich mal wieder die Freundschaft hoch machen. Es geht doch nicht, dass ihr... Nein, mit Froschen mache ich nichts heute. Du kannst auch ihr gratulieren. Gratulieren. Hallo, wieso mag... Ah ja, so sieht das aus, okay. Nein. Yay. Danke, sogar der... Wie heißt das? Caterer, wie auch immer. Komm, bedank dich bei Leo. Bei Leo bedanken. Für kommen danken. Okay. Was ist das? Total verknallt. Oh! Ich muss mir das nochmal anschauen. Entschuldigung, aber... Schwer verliebt und Ehegatten. Oh! Wo ist eigentlich die Bar? So, zum Trinken wäre schön, irgendwas zu bekommen. Gibt's hier überhaupt eine Bar? Hier gibt's eine Tanzfloor! Ja, Verlobte, es ist schon zu spät. Wir sind verheiratet. Flirten, dann Händchen halten. Wieso wollt ihr denn nicht miteinander flirten? Flirten hier nochmal. Und dann machst du nochmal flirten. Oh Mann, so schön. Okay, aber wo ist jetzt die Bar?
bin ich blöd? Wahrscheinlich bin ich blöd, aber so sehr blöd. Habe ich hier keine Bar? Ah, ich glaube, hier gibt es keine Bar. Okay, ganz schnell irgendwas machen. Eine Bar wäre sehr gut. Eine weiße Bar. Tut mir leid, aber du musst in der Kälte sein. Hallo. Ja, warum denn nicht? Bisschen fancy sein. Ja. So, jetzt kannst du arbeiten gehen. Ich hab dich nicht ohne Grund hier. Ne? Nach Essen fragen, wieso auch immer. Willkommen danken. Wieso mag niemand Naya? Von Partnerschwärmen. Oh. Okay, und jetzt sollte eigentlich unser Mixer da sein, ne? Wieso haben wir jetzt die 10 Simoleons verloren? Ach, keine Ahnung, heute können wir alles verlieren, ist mir auch egal. Schneide den die Hochzeitstorte an. Ah. Oh, ist das nicht süß. Hey, wo ist denn... Da, endlich, geht doch. Wartet. Oh nein. Hier. Aktion, Runde bilden, nochmal. Wird die andere... Nein, okay, die andere geht nicht kaputt. Und du Getränk bestellen für die Gruppe. Und zwar Feuerbrunst. Heute gehen wir ab. Heute trinken wir und heute... Hier war eine Bar. Bin ich irgendwie blöd? Och man. So. Du kannst ein Personal... Profi oder Star-DJ? Ja. Naja, scheint dieses Lied nicht zu mögen. Soll sie in, dass die sie. Nein. So, wir machen das jetzt so. Hier hast du Medizin. Und die nimmst du auch gleich. Medizin nehmen. Ach, diesen Kuh muss ich auch mal wegmachen, ne? Wieso sitzen die nicht zusammen? Braut und Braut. Ja. Okay. Die Hochzeit zieht sich ein bisschen in die Länge, aber ganz ehrlich, wir gehen noch mal ein bisschen Party machen, wieso Sims funktioniert, bitte. Nicht zusammen flirten. Ich dachte gerade, dass sie zusammen flirten. Okay, wenn du deine Medizin nimmst, oder wir machen das hier mit Dings. Tanz in der Runde, 1-2 Wechselschritt. Zusammen hier hin, zusammen tanzen, ja. Und dann kannst du nochmal Sandy kennenlernen, obwohl du schon eigentlich alles über deine Ehefrau weißt. Oder? Eigentlich ja schon. Ja, du weißt schon alles über sie. Die Musik ist verdammt nervig, ganz ehrlich. Das war ein Fehler, sie hier einzustellen. Na, geht die jetzt ein bisschen Dancy Dancy machen?
Nimmst du deine Medizin endlich ein? Was hast du denn überhaupt? Pocken? Sowas? Na gut, wenigstens werden die hier tanzen. Tanz doch. Oh, wie süß. Kann ich hier so Spezialeffekte, nur Laser, nur Nebel, nein, alles an. Du, geht's dir besser, oder? Was ist eigentlich falsch mit dir, so? Die ist hier ganz alleine, nein. Ah, jetzt geht sie tanzen, zum Glück. Wir tanzen nochmal und dann... Und dann ist die Hochzeit vorbei und wir ändern den Namen Weber zu Goethe. Endlich hast du deine Medizin genommen. Geht doch. So ist Laura so... Okay, keine Ahnung, wer das überhaupt ist. Aber... Olive! Oh, ich hab die ja total vergessen, Olive. Wieso bist du mit... Jeb Harris? Jeb Harris? Jeep Harris? Keine Ahnung. Meine Ohren tun von der Musik schon mittlerweile weh. Oh nein. Okay, es ist gleich sowieso vorbei, also... Gefühle erhalten. Freut mich, dass dich mein Name wird sie nicht langweilen. Ich habe das Gefühl, du verstehst mich einfach. Achso, Bewältigung der Aggression. Manchmal werde ich so wütend, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Wie soll ich mit den, was? Wie soll ich denn? Achso, mit anderen Dingen fertig werden, wenn ich nicht mal mich selbst unter Kontrolle halten kann. Mach Sport oder rede mit jemandem darüber. Ich glaube, reden wäre besser. Yay. Yay, zusammenziehen, jo! Und zwar, sie zu uns und deine Eltern bleiben, also ihre Eltern bleiben da. Und nee, wir lassen so viel Geld, wie wir haben. Okay, ganz kurz. Bis du erwachsen wirst, sind noch 24 Tage und du 5 Tage. Nein! Die ist ja um einiges älter. Und Gaia, Naya hat in 3 Tagen Geburtstag. Uiuiuiuiui. Oh Mann, ist das süß. Küsst euch nochmal. Und dann gehen... Oh, no, 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 nee, nicht so rum. Nicht so rum, nicht so rum. Erstmal küssen. Bitte küsst euch nochmal. Zweideutiges Gespräch. Okay, und du fast Kochfähigkeit erreichen. Oh. Okay. Wir gehen jetzt mal nach Hause. Das war eine schöne Hochzeit. Ich bin so froh, dass ich das so gemacht habe. Ah, egal. Also, ganz ehrlich, diese Hochzeit war um einiges besser als die vorherige. Und... Ah, ich bin verliebt. Ich bin einfach nur verliebt. Jetzt warten, bis sie zu Hause ankommen und ein bisschen Zeit alleine verbringen können. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ja. Nochmal ein Schluck trinken.
Von dem ganzen Gerede werde ich echt durstig. Ich werde durstig. So. Bist du hungrig? Ja, und du kannst das erste Mal unsere schöne Kuhpflanze füttern. Und jetzt kannst du erstmal auf Toilette gehen. Dann, dir geht's gut. Oh, nein! Sie wurde ja vom Eichel, Chili wurde ja vom Eichel. Gleich kommst du wieder nach Hause. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Hochzeit mit Sandy. Ich hoffe, ihr beiden werdet glücklich miteinander. Natürlich werden wir das. Nein. Techtelmechtel mit Sandy. Was ist denn los? Das Wasser wurde über Einstimmung mit den Nachbarschaften. Ah, diese Aktionen gehen mir so auf den Keks. Diese Abstimmungen sind so nervig. Ich könnte kotzen, wenn ich dran denke, dass es so ist. Geht's dir? Nein, sieht der voll grausam aus. Oh nein, oh, nicht verpassen. Oh, ja. Deren erstes Mal. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, so glücklich, so glücklich. Ach, deine Hausaufgaben können weggehen. Handy, sei leise. Hier passieren sehr wichtige Sachen. Sehr wichtige Sachen. Ah, ich bin so... Nein, stopp! Nickerchen machen. Nein, du machst jetzt kein Nickerchen. So, du möchtest die dritte Kochfähigkeit bekommen. Also wirst du jetzt kochen. Und zwar Würstchen und Bohnen. Du gehst nochmal in deinen Garten. Habe ich mich heute um den gekümmert? Nein, natürlich nicht. Alles verkaufen. Und jetzt warten wir nur, bis Naya nach Hause kommt. Und ich beende den Part hier. In dem nächsten Part gehen wir... Bitte sparen weiter, so gut es geht. Achso. Im nächsten Part gehen wir mit Chili und Naya zum... Wie heißt das? Zu einer Tierklinik, weil ich möchte nicht, dass sie hier irgendwie stirbt oder so. Deswegen, ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen, so wie wir. Der war so toll. Feuer! Doch kein Tschüss. Doch kein Tschüss. Lösch es. Löschen. Löschen! Das war ein... Ich... Kann ich das nicht irgendwie ersetzen? Hallo? Okay, gleich mache ich es wieder, okay. Und ganz ehrlich, ihr geht beide schlafen. Geht schlafen, ich möchte nichts hören. Gut. Jetzt ist der Part ein bisschen nicht so gelaufen, wie ich wollte. Wir beenden ihn mit dem Feuer. Und nicht nur im Feuer der Herzen unserer beiden Verheirateten, unseren Ehepaars. Ja, wir sehen uns beim nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt einen schönen Tag, wann immer ihr euch es anschaut. Und ja, tschüss.